Aisha radiallahu anha sagte, als der Prophet sallallahu alaihi wasallam krank war, sagte er, rufe bitte Abu Bakr, sodass ich und deinen Bruder, also dein Vater und deinen Bruder, sodass ich ein Schreiben verfasse. Denn ich befürchte, dass einige Hoffnungen haben. Hoffnungen auf was? Die Nachfolgerschaft. Und sodass jemand sagt, ich habe Anrecht. Doch Allah will nicht anders und die Gläubigen will nicht wollen nicht anders, als dass es Abu Bakr ist. Radiallahu anhu. Und dieser Hadith ist bei Bukhari und Muslim. Also, und Allah Jalla Jalaluhu und die Gläubigen wollen es nicht anders, als dass es Abu Bakr ist. Radiallahu anhu. Und jetzt können wir auch verstehen, warum man so viele Angriffe auf Bukhari und Muslim macht, auf Aisha radiallahu anha, auf Abu Huraira, damit diese Ahadith alle als erlogen abgestempelt werden. Aber Ahlus Sunnah wal Jama'ah, wir wissen, die Sahaba sind vertrauenswürdige Menschen und Aisha radiallahu anha ist die Ehefrau des Propheten sallallahu alaihi wasallam, eine Gelehrtin, eine Hadith-Wissenschaftlerin, eine Hadith-Sammlerin, ja. Also, wenn sie dann diese Ahadith berichtet, aufgrund von Wissen.